Schönen guten Abend und willkommen zur Hessenschau. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und das sehen Sie heute bei uns. Der Steuerzahlerbund hat sein Schwarzbuch vorgelegt, sozusagen die schönsten Fälle von Steuergeldverschwendung. In Marburg gibt es eine Aktion, die dafür sorgen soll, dass Rettungswege in der engen Oberstadt frei bleiben. Und unser Top-Thema heute, der aktuelle Hessentrend. Ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl haben wir gefragt, wem geben die Hessen ihre Stimme und welche politischen Probleme machen am meisten Sorgen? Immer höhere Preise für Energie, die Inflation auf Rekordniveau, das bekommen wir alle zu spüren. Und viele bringt es sogar in Existenznöte. Unser neuer Hessentrend zeigt, wie sehr das Thema viele Menschen beschäftigt. Das Meinungsforschungsinstitut Infrateste DIMAP hat im Auftrag des Hessischen Rundfunks die Hessen befragt. Das Ergebnis ist eindeutig. Als größtes Problem wird die Energiekrise gesehen. 29% der Befragten sehen die Energiepolitik als wichtigstes oder zweitwichtigstes Problem an. Ein Plus von 20 Prozentpunkten im Vergleich zum letzten Hessentrend im März. Damit löst die Energiepolitik die Bildung als wichtigstes Thema ab. Die wird aber immer noch von rund einem Fünftel der Menschen als wichtig erachtet. Auf den nächsten Plätzen folgen die Themen Verkehr und Klima, dann Flüchtlinge, Wohnen und Inflation. Gerade die Themen Einwanderung und die steigende Inflation sind seit März deutlich stärker ins Bewusstsein gerückt. Viele machen sich angesichts der aktuellen Probleme verständlicherweise Sorgen um ihre finanzielle Situation. Fast 60% der Befragten fürchten, dass ihr Einkommen und ihr Wohlstand sinken könnten. 40% fürchten das wenig bis gar nicht. Besonders fürchten den Wohlstandsverlust übrigens die Anhänger der AfD. Da sind es fast 90%. Ja, es ist eine ganz neue Situation. Bislang ging es, von kurzen Krisen mal abgesehen, bei uns in der Bundesrepublik Deutschland seit dem Krieg immer nur bergauf. Und das ist das erste Mal, dass viele Berechtigte Angst haben müssen, dass ihre wirtschaftliche Situation sich in Zukunft verschlechtert und sie sich auch weniger leisten können. Sonnenblumenöl plus 81%, Butter plus 56%, der Becher Joghurt plus 36%, die Lebensmittelpreise explodieren. Janine Isterling aus Modautal führt Buch über ihre Ausgaben. Mit Teilzeitjob braucht sie einen Überblick. Die alleinerziehende zweifache Mutter spart sich mittlerweile den Friseur oder neue Kleidung. Ich sage halt, ich verzichte lieber bei mir als bei meinen Kindern, dass die wirklich alles noch haben. Ich will auch nicht beim Essen irgendwie verzichten, dass die dann sagen, okay, wir haben Hunger oder wir möchten das gerne haben, Mama. Also da möchte ich nicht verzichten. Die kleine Familie heizt nun statt mit Öl über den Holzofen. Auch das ist günstiger. Also früher konnte man noch was zurücklegen, dass man gesagt hat, okay, man spart für etwas noch. Mittlerweile sage ich, es ist überhaupt kein Einsparpotenzial mehr da. Also ich habe gar nicht mehr die Möglichkeit, noch irgendwas einzusparen, damit ich was zurücklegen kann. Die Kostenkrise ist schon jetzt in der Mittelschicht angekommen. Noch dazu Corona und der Klimawandel. Da verlieren viele, so der Frankfurter Soziologe Thomas Schäffer, den Überblick. Es wird auch deswegen unübersichtlicher, weil die Lösungsvorschläge, die für manche Probleme im Raum stehen, gleichzeitig andere Probleme wiederum verschärfen. Also das politische Agieren hat sozusagen auch in den letzten Jahrzehnten womöglich Reserven aufgebraucht, zum Beispiel im Ökologischen, die uns jetzt nicht mehr zur Verfügung stehen, um bestimmte Problemarbeiten abzupuffern. Die größten Zukunftsängste haben vor allem die Generation, die noch viel Zukunft vor sich haben, die Jüngeren. Wenn man das Gefühl hat, okay, mein Auskommen ist noch gesichert, ich habe einen sicheren Job, ich habe meine Rente und so weiter, kann man die Dinge womöglich ein bisschen gelassener sehen. Wenn das alles sich erst noch finden muss, ist das noch mal dramatischer. In dieser Krise brauchen viel mehr Menschen Hilfen vom Staat. Auch Janine Isterling aus Modautal mit ihren beiden Kindern. Ich habe die Erwartung, dass die Politik sich auch um die Familien kümmert. Dass wir zum einen schauen, dass irgendwo Preisdeckel draufkommen. Und dass zum anderen Familien einen Zuschuss bekommen, damit die Sorgen im Alltag kleiner werden. Noch ein Jahr, dann wählen wir den nächsten Landtag. Unser Hessentrend zeigt, Schwarz-Grün könnte nach aktuellem Stand zwar weiter regieren,
Aber es gäbe auch andere Koalitionsmöglichkeiten. Wenn am nächsten Sonntag der Hessische Landtag gewählt würde, dann wäre die CDU weiterhin stärkste politische Kraft mit 27%. Die Grünen verbessern sich leicht auf 22% und lägen gleich auf mit der SPD, die leicht verliert. Den stärksten Zuwachs hat die AfD zu verzeichnen. Sie verbessert sich um 5 Prozentpunkte auf 12%. Die FDP verliert 3 Punkte und käme auf 6%. Die Linke würde mit nur noch 3% sogar an der 5%-Hürde scheitern und käme gar nicht mehr in den Landtag. Damit würde es weiter für eine schwarz-grüne Koalition reichen, aber auch eine große Koalition wäre rechnerisch möglich oder eine Ampel wie im Bund aus SPD, Grünen und FDP. Wer als Spitzenkandidat in die Landtagswahl geht, steht noch nicht bei allen Parteien fest, außer bei der CDU mit Ministerpräsident Boris Rhein. Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir scheint bei den Grünen so gut wie gesetzt zu sein, aber Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD hält sich ihre Kandidatur weiterhin offen. Könnte der Ministerpräsident direkt gewählt werden, würde der Amtsinhaber am besten abschneiden. Boris Rhein käme auf 30% der Stimmen und kann seine Werte seit März leicht ausbauen. Faeser und Al-Wazir büßen dagegen an Befürwortern ein. Aber fast ein Drittel der Befragten haben zu dieser Frage keine Angabe gemacht. Hier können die Parteien und ihre Kandidaten also noch punkten. Trotz der guten Werte für den Ministerpräsidenten, die Zufriedenheit mit der Landesregierung hat insgesamt stark abgenommen. Aktuell ist nur noch knapp jeder Zweite zufrieden und fast genauso viele sind unzufrieden. Das ist das schlechteste Ergebnis für Schwarz-Grün seit dem Regierungsbeginn vor 8 Jahren. Wir sprechen über diese Ergebnisse mit unserer Kollegin Ute Wellstein, der Leiterin unseres landespolitischen Studios in Wiesbaden. Ute, Schwarz-Grün war ja lange ein Erfolgsmodell. Viele waren erstaunt, wie gut und geräuschlos CDU und Grüne zusammen regiert haben. Warum verlieren sie jetzt so in der Publikumsgunst? Ich glaube, das spiegelt den allgemeinen Unmut wider, die Angst vor dem Wohlstandsverlust oder die Angst um die Energieversorgung. Das sind zwar 2 Punkte, die die Landesregierung nicht wirklich sehr stark beeinflussen kann, aber ich glaube, das ist mein Eindruck, viele Menschen erwarten trotzdem, dass was getan wird. Und wenn dann der Ministerpräsident mit dem Kanzler verhandelt über Entlastungen und mit leeren Händen nach Hause kommt oder der stellvertretende Ministerpräsident Tarek Al-Wazir zum Energiesparen auffordert und sagt, jede Kilowattstunde zählt, aber seine Partei die Kernkraftwerke im April dicht machen will, dann vermittelt das nach meinem Eindruck bei vielen Leuten eben das Gefühl, die kümmern sich dann doch nicht so wirklich engagiert um unsere Probleme. Früher war ja die Bildungspolitik, die Situation an unseren Schulen, ein ganz wichtiges Thema für die Landtagswahlen. Wie sieht's denn damit im Moment aus? Das ist immer noch auf Platz 2, aber tatsächlich nicht so im Fokus im Moment. Nachdem in der Corona-Krise das Thema ja sehr umstritten war, Stichwort Fernunterricht, ist das jetzt in den Hintergrund getreten und wird von den anderen Themen überlagert. Aber kann ja jederzeit wieder kommen, dass es in den Schulen Probleme gibt und die Leute das dann wieder als wichtiger empfinden. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass CDU und Grüne weiter regieren, beziehungsweise dass es eine andere mögliche Koalition gibt? Ja, die Möglichkeiten wurden ja eben schon genannt und ich will sogar noch eine hinzufügen. Je nachdem, wie das Wahlergebnis ausgeht, könnte es auch knapp für Rot-Grün reichen. Es hängt dann davon ab, wie viele Parteien es wirklich in den Landtag schaffen, wie viele Überhangmandate es gibt. Also da sind einige Varianten denkbar und ich glaube, es ist keineswegs ein Naturgesetz, dass in Hessen die Regierung von der CDU angeführt wird, wie das in den letzten 23 Jahren war, sondern ich glaube vielmehr, dass die anderen Parteien, wenn denn die Zahlen es hergeben, ziemlich viel versuchen werden, um eine Regierung jenseits der CDU auf die Beine zu stellen, weil die wollen auch alle mal dran. Das wissen wir alles erst genau am Wahlamt, wenn ausgezählt ist. Das hier ist eine Momentaufnahme. Aber ich habe den Eindruck, das versetzt doch alle Parteien, auch die CDU, durchaus in eine gewisse Aufregung. Also es verspricht jedenfalls eine richtig spannende Wahl zu werden. Vielen Dank, Ute Wellstein. Für den Hessentrend sind mehr als 1.100 Menschen befragt worden. Die Ergebnisse sind damit repräsentativ für ganz Hessen. Alle Zahlen finden Sie nochmal zum Nachlesen bei uns im Internet unter hessenschau.de. Einmal im Jahr heißt es für uns Steuerzahler besonders tapfer sein. Heute ist es soweit. Der Steuerzahlerbund hat wieder sein aktuelles Schwarzbuch vorgelegt.
Da gibt es besonders eindrückliche Beispiele für die Verschwendung von Steuergeldern. Und ja, das kann auch auf ganz kunstvolle Art passieren. Sie glänzt und glitzert, die Pixelröhre am Rhein in Mainz-Kastel. Seit diesem Sommer gibt es sie, ein beliebter Platz für Jung und Alt. Die einen hängen ihren Gedanken nach, andere schauen durch die Röhre und lassen sich inspirieren von der Kunst im öffentlichen Raum. Schön, gut, ist ein Hingucker, ja, warum nicht? Tolle Idee für die Kinder zum Rutschen und ja, das Halt so schön da drin. Also finde ich ganz witzig. Ich finde, es ist ein Eyecatcher. Die Leute lieben es, mit den Kindern auch hier zu spielen und zu gucken. Die einen haben ihren Spaß, andere weniger. Der Bund der Steuerzahler dämpft das Vergnügen mit einer unerfreulichen Rechnung in seinem neuesten Schwarzbuch. 350.000 Euro hat die Pixelröhre gekostet, 100.000 mehr als geplant. Ein Ärgernis nicht nur für die Finanzaufpasser. Wenn man Steuern zahlt und dann den Eindruck hat, die werden nicht an jeder Stelle effizient und sinnvoll genug ausgegeben, dann ärgert man sich darüber natürlich, da ärgern wir uns darüber und da ärgern sich sicherlich auch die Bürger drüber. Zum Beispiel auch über diesen Verkehrskreisel in Egelsbach. Hier kommt der Bus nur drüber und nicht rum. Ein teurer Planungsfehler. Jetzt muss nachgebessert werden für 75.000 Euro. Kann man dafür nicht irgendjemand dran kriegen? Ein Problem ist natürlich, dass selbst eine objektive Verschwendung, wo niemand sagen würde, das war jetzt sinnvoll, wie es gemacht worden ist, letztlich nicht zu Konsequenzen für die Verantwortlichen führt. Das ist rechtlich schwierig zu machen. Nur so lässt sich wohl auch die Mutter aller Schwarzbucheinträge erklären, die A44 in Nordhessen. 2,7 Milliarden Euro für knapp 70 Kilometer Autobahn. Fertig ist sie noch immer nicht. Nach 30 Jahren Planung und 20 Jahren Bau. Ein abschreckendes Beispiel. Aber nicht jede mutmaßliche Verschwendung verdirbt den Steuerzahlern die Laune. Die weit mehr als 300.000 Euro teure Pixelröhre in Mainz-Kastel kommt trotzdem gut an. Es gibt schlechtere Dinge, für die man Geld ausgeben kann, denke ich. Das finde ich ist in Ordnung. Ich hatte wirklich schon gerechnet, es hätte 1 Million gekostet. Schöne Dinge kosten halt Geld. Und auch der Experte befindet, gute Kunst ließe sich nicht nur am Geld bemessen. Also man muss sich einfach klar machen, selbst wenn Kunst teuer ist oder sogar sehr teuer, sind das sehr nachhaltige Investitionen. Die verändern einen Ort und das unter Umständen über Jahrzehnte oder sozusagen auch ein Jahrhundert oder noch länger. Und in 100 Jahren wird es wohl auch nicht mehr im Schwarzbuch stehen. Da kann man nur hoffen, dass das hält, das Ding. Das sieht ja doch sehr grazil aus. Und ob das dann immer noch so glitzert, wir werden sehen. Der Verfassungsschutz darf die AfD in Hessen vorerst nicht mehr als Verdachtsfall beobachten oder behandeln. Das hat am späten Nachmittag das Verwaltungsgericht Wiesbaden entschieden. Die Nachrichten mit Jennifer Siegler. Schon vorher hatte der Verfassungsschutz die Beobachtung bereits eingeschränkt. Der Beschluss von heute, dass die gesamte hessische AfD nicht mehr als Verdachtsfall behandelt wird, gilt laut Gericht so lange, bis über entsprechende Klagen der AfD endgültig entschieden wird. Wann das der Fall sein wird, ist unklar. Ab sofort gibt es keine Förderung vom Bund mehr für den Ausbau von schnellem Internet. Laut Bund ist die Fördersumme für dieses Jahr ausgeschöpft und wird nicht aufgestockt. Erst im nächsten Jahr sollen die Länder wieder beim Aufbau des schnellen Internets unterstützt werden. Die hessische Digitalministerin Christina Sinemus nannte die Situation fatal. Noch bis in die 90er Jahre waren Menschen mit homosexueller Orientierung per Gesetz diskriminiert. In Darmstadt erinnert jetzt eine Skulptur auf der Theaterwiese an die Opfer des Paragraphen 175 des Strafgesetzbuchs. Der galt von 1872 bis 1994. Er war Grundlage für die Demütigung, Ausgrenzung, Verfolgung und während der NS-Zeit Ermordung von Menschen mit homosexueller Orientierung. Das gut 3 Meter hohe Kunstwerk, die Schattenseite des Regenbogens, wurde von dem Würzburger Künstler Matthias Braun geschaffen. Heute war der erste Fachbesuchertag auf der Frankfurter Buchmesse und es gab nochmal royalen Besuch. Das spanische Königspaar war da. In Ruhe in Büchern stöbern, das konnten König Felipe und Königin Letizia nicht. Dafür wurde ihnen der Pavillon des spanischen Gastlands ganz genau erklärt. Schmunzeln mussten die beiden über ein Spiel mit unübersetzbaren deutschen und spanischen Redewendungen wie Sitzfleisch oder Kummerspeck. Morgen ist nochmal ein Fachbesuchertag. Ab Freitag öffnet die Buchmesse dann für alle.
An der Hochschule Geisenheim im Rheingau gibt's was zu feiern. Heute vor genau 150 Jahren gründete Heinrich Eduard von Lade die königlich-preußische Lehranstalt für Obst- und Weinbau. Da konnte er nicht ahnen, dass aus damals 6 Studenten eine Hochschule mit 1400 Studierenden werden würde. Mit Wein, Obst und Gartenbau machte sich die Lehranstalt einen Namen. Seit 2013 verknüpft die Geisenheim University als erste Hochschule deutschlandweit praxisorientierte Elemente mit einer wissenschaftlichen Ausbildung. Ökosysteme sind die Lebenserhaltungssysteme unserer Erde, denn sie versorgen uns mit sauberer Luft und sauberem Wasser. Gut also, wenn wir möglichst viele funktionierende Ökosysteme haben. In der Rhön ist jetzt eines ausgezeichnet worden. Das sogenannte LIFE-Projekt Rhöner Bergwiesen setzt sich seit 2016 dafür ein, Lebensräume von seltenen Tier- und Insektenarten zu erhalten. Wachtel, König, Arnika und Trollblume sind nur einige der Arten, die das LIFE-Projekt in Zusammenarbeit mit den Rhöner Landwirten schützt. Dafür wurde es heute von den Vereinten Nationen im Rahmen der UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen ausgezeichnet. Das war's von den Nachrichten. Zurück zu Andreas. Im Kasseler Stadtteil Kirchdittmold soll jetzt ein neuer Kindergarten eröffnet werden. Mittendrin eigentlich prima, aber dafür sollen Geschäfte im Ortskern weichen. Ein Buchladen mit Schreibwaren und ein Secondhand-Laden für Kinderbekleidung. Ein Hofladen mit regionalen Produkten hat bereits dicht gemacht. Klar, dass das vielen Anwohnern nicht gefällt. Ein runder Tisch zur Sache hat bislang nichts gebracht. Jetzt formiert sich Protest. Wenn in Kirchdittmold über 60 Leute auf die Straße gehen, dann ist das für den kleinen Kasseler Stadtteil ein ordentlicher Aufmarsch. Nein, gegen die Kita, die in dieses zentral gelegene Haus einziehen soll, sind sie nicht. Aber dafür Geschäfte im dörflich geprägten Ortskern sterben lassen? Sie sorgen sich um ihre Mitte. 3 Ladengeschäfte sind jetzt betroffen in der Häuserzeile hier und die machen so ein bisschen so ein Zentrum aus. Jetzt ist es eine funktionierende Ladenzeile und die soll mit einem Schlag ausgelöscht werden. Das bringt mich hierher. Das ist natürlich schlecht, wenn das alles platt gemacht wird. Dafür, dass im Ortskern eine große Kita eingerichtet wird, die eigentlich nur eine sehr begrenzte Zielgruppe anspricht. Die Kita soll in eine ehemalige Bankfiliale einziehen. Die vorderen Räume für die so dringend benötigten Plätze sind schon bezugsfertig. Eigentlich war alles klar, sagt Ortsvorsteherin Elisabeth König. Auf der Rückseite des Hauses sollte der alte Anbau abgerissen und weiterer Raum für die Kinder geschaffen werden. Diesem Plan hatte der Ortsbeirat vor 2 Jahren auch zugestimmt, aber... Nach meinen Informationen ist der Plan beerdigt worden, weil der jetzige Investor es scheut, die Kosten dafür in die Hand zu nehmen und weil er eine billigere Lösung möchte. Wir glauben aber, dass die Gestaltung eines Ortskerns wesentlich wichtiger ist. Der neue Hauseigentümer, eine Firmengruppe aus dem bayerischen Sonthofen, sagt dagegen, alle Um- und Ausbaupläne seien geprüft worden. Ergebnis? Der ursprünglich vom Voreigentümer geplante Bau der Kita als Neubau im Garten des Hauses ist in der Praxis so nicht umsetzbar und musste um zusätzliche Flächen erweitert werden. Also die Flächen der Ladeninhaber. Dabei entwickelt die Stadt Kassel gerade eine ganz andere Vision für ihren ältesten Ortskern. Lebendiges Kirchdittmold heißt die gerade verfasste Konzeptstudie mit der Forderung, den Standort für Einzelhandel, Handwerk und Dienstleistung zu entwickeln. Aber auch Kita-Plätze müssen her. Jetzt haben wir, sagen wir, die glückliche Situation, dass 2 gute Nutzungen sich hier in Konkurrenz stehen. Und wir sind jetzt im Vermittlungsvorgang, beide Ziele zu erreichen. Und wir hoffen, dass wir da ein gutes Ergebnis erzielen. Für Buchhändlerin Sibylle Walz steht dabei viel auf dem Spiel. Erst vor wenigen Jahren hat sie hier ihr Geschäft etabliert und auch sicher durch die Corona-Krise geführt. Nun aber soll sie der Kita weichen. Mal ganz abgesehen von dem Ortskern ist das für mich, also für mich ist es meine Existenz. Ich bin 58 und auch nicht mehr in der Lage, jetzt noch mal von vorne anzufangen. Also das wird nicht gehen. An den Optimismus, den die Stadt Kassel verbreitet, würden sie hier gerne glauben. Doch eine Lösung für Kita und Erhalt der Geschäfte ist bislang nicht in Sicht.
Wenn es brennt oder jemand medizinische Hilfe braucht, dann muss es schnell gehen. Aber immer wieder kommen Feuerwehr und Rettungsdienst bei ihren Einsätzen in den schmalen Gassen der Marburger Oberstadt nur schwer durch. Damit das in Zukunft besser klappt, startet heute eine Aufkleberkampagne. Die soll daran erinnern, dass die Straßen in der Altstadt nicht unnötig zugestellt oder versperrt werden. Das passt gerade noch. Falschparker, Verkaufsständer von Geschäften. Häufig sind es in Marburgs Oberstadt nur wenige Zentimeter, die darüber entscheiden, ob die Feuerwehr zügig zum Einsatzort gelangt. Der Mensch neigt ja im Generellen dazu, sich über sowas keine Gedanken zu machen. Nur erst dann, wenn die Situation eintritt, wenn der Notfall eintritt, sich dann damit zu beschäftigen, wie kommen die Rettungskräfte hin. Von daher haben wir das Problem ja schon hier in der Oberstadt, dass es an ein und anderen Stellen, dass wir nicht rechtzeitig vorankommen. Und damit wertvolle Zeit bei der Anfahrt verlieren. Minuten, die über Leben und Tod entscheiden können. Bereits ein falsch abgestellter Müllcontainer kann am Einsatzort dazu führen, dass die Stütze zum Stabilisieren des Fahrzeugs nicht weit genug ausgefahren oder wichtige Ausrüstung nur schwer entnommen werden kann. Häufig sind es auch Tische und Stühle von Restaurants und Cafés, die es in Marburgs Altstadt schon mal eng werden lassen bei jährlich rund 200 Einsätzen. Deshalb sollen nun auch die Inhaber helfen, auf das Problem aufmerksam zu machen. Eugen Leibner ist seit 32 Jahren Kneipier in Marburg und wirbt gerne mit Hinweisaufklebern für mehr Respekt und Verständnis, für mehr Platz, um Leben zu retten. Gerade in der jetzigen Zeit ist das ja für Gastronomen wichtig, auch Umsätze zu machen. Und da versucht man dann, möglichst viel auch nach außen zu stellen und erstmal an seine eigenen Bedürfnisse denkt. Aber wenn es dann wirklich zu einem Notfall kommt, ist es halt wichtig, dass man dann auch zusammenarbeitet mit den Gästen, mit den Kollegen und dann Platz schafft. Die Sticker und Karten sollen ab heute wirken wie der Erinnerungsknoten im Taschentuch. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst beteiligen sich auch Polizei und Ordnungsamt an der Aktion, die aufmerksam machen soll, bevor der Griff in die Geldbörse erfolgt. Zumal in einer touristisch so attraktiven Stadt ja auch gar nicht alle immer von hier sind, ja, und wir eigentlich dafür sorgen müssen, dass Menschen sich gegenseitig darauf hinweisen, dass sie sich darauf aufmerksam machen, wenn das Auto im Weg steht, wenn der Tisch im Weg steht, ja, dann hilft eine drakonische Strafe eine Woche vorher überhaupt nichts, wenn jetzt die Feuerwehr durch muss. Durch die malerischen Gässchen von Marburgs Altstadt, die durch die historischen Fachwerkhäuser ohnehin schon eng sind. Werbeschilder mitten im Weg braucht es da nicht auch noch. Das war eine schöne Überraschung gestern. Ich glaube, manche Fans der Linien feiern immer noch. Die Darmstädter sind ja Spitzenreiter in der zweiten Liga und haben gestern den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach aus dem Pokal geschossen. Hier sehen wir nochmal das entscheidende zweite Tor für die Linien. Aaron Seidel in der 79. Minute. Die Darmstädter wurden für ihren mutigen Auftritt belohnt. Der Sieg war am Ende verdient und die Freude über die Pokalsensation natürlich riesengroß. Und heute Abend geht's weiter. Auch der TSV Höchst im Odenwald träumt von einer Pokalsensation. Diesmal geht's um den Hessen-Pokal. Achtelfinale. Die Höchster spielen in der siebthöchsten Spielklasse und empfangen den FSV Frankfurt. Zurzeit nur vierte Liga, aber ein klangvoller Name und natürlich Favorit. Für die Odenwälder ist es das Spiel des Jahrzehnts, mindestens, oder Robert Hübner? Ja, ganz genau so ist es. Hier ist die Stimmung großartig. Vielleicht können wir gerade mal ein bisschen auf die Ränge schwenken. Hier ist die Tribüne voll, es ist die Gegentribüne voll, es ist die Südkurve voll. Die Leute sind hier zahlreich erschienen. Man muss wissen, normalerweise kommen hier so um die 100 bis 200 Leute zu einem Spiel. Heute sind es locker über 1000. So, jetzt kommen wir noch ganz kurz zum sportlichen Teil. Sie sind ganz, ganz nahe dran, vielleicht doch noch weiterzukommen. Im Moment steht es nur 0:1. Das heißt, sie liegen mit einem Tor zurück. Das sind Umstände, die man vielleicht sogar noch ausgleichen kann. Vielleicht, ich spreche darüber jetzt mal mit dem Vereinsvorsitzenden, mit Jens Fröhlich. Schönen guten Abend. Hallo. Wie stark ist das Herzklopfen im Moment? Das bombert sehr heute Abend. Da ist viel Emotionalität und viel Herzklopfen im Moment da.
0-1 zurück. Wie stehen die Chancen? Was glauben Sie? Ja, die zweite Halbzeit zählt. Jetzt gilt's. Südkurve muss Gas geben und ich sehe unsere Chance schon noch da. Okay. Was bedeutet dieses Spiel heute ganz speziell auch für den Verein? Ja, im Moment Spiel des Jahres. Da ist so viel Herzblut, so viel Adrenalin in der Mannschaft. Sie sehen es in den Zuschauern. Ja, ist einfach Spiel des Jahres. Einmal für Höchst, aber auch für den Odenwald. Man hat es auch gesehen, beispielsweise kurz vor dem Spiel, da war schon alles so aufgeregt, da war alles schon so voller Spannung. Und da haben wir mal ein paar Bilder zusammengestellt. Schon Tage vor dem Spiel haben die ehrenamtlichen Helfer des TSV Höchst den Platz fit gemacht, die Kurve für die harten Fans präpariert, die Tribünen sauber gemacht und die Ersatzbänke standesgemäß hergerichtet. Ein Höchster hat heute den absoluten Premiumplatz mit freiem Blick auf das Spiel. Jörn Hipschenberger glaubt fest an die eine Fußballweisheit. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Etwas nüchterner ordnet das der Trainer des TSV Höchst ein. Ja, man muss eigentlich ganz realistisch sein, beziehungsweise Illusionen eigentlich ausblenden. Wenn es ganz normal läuft und der FSV, ich sag mal, in Topform, hochmotiviert hier ankommt, haben wir keine Chance. So realistisch muss man sein. Wovon ich aber ausgehe und wo die Hoffnung eigentlich geschürt ist, dass sie uns unterschätzen. Und wenn wir dann 120% geben, jeder Einzelne, ohne irgendeinen groben Schnitzer drin zu haben, dann geht was, aber auch nur dann. Über 800 Tickets wurden vorab für das Odenwälder Großereignis verkauft. Höchst ist bereit. Und eins ist jetzt schon sicher: Der Fußballgott hat den Höchstern heute einen Tag beschert, der in die Vereinsgeschichte eingehen wird. Ja, ein Tag, der in die Vereinsgeschichte eingehen wird. Wir wollen natürlich wissen, was glauben Sie? Wie könnte in der zweiten Halbzeit das Spiel noch ausgehen? Ja, mein Tipp: Mit so viel Herzblut, Engagement, 2-1 für uns. Ich denke, das packen wir noch, die zwei Tore, die werden wir noch schaffen. Und Frankfurt schießt keins mehr. Okay, Ihr Wort in den Ohren Ihrer Mannschaft. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ja, wir werden die zweite Halbzeit auch noch kurz beobachten. Und eine Sache muss man vielleicht noch sagen, für den Verein bedeutet das hier finanziell auch den ganz großen Schub. Das ist eine ganz super Sache. Das heißt, also dieser Tag heute ist, egal wie er sportlich ausgeht, irrsinnig wichtig und gut für den Verein TSV Höchst. Und damit zurück. Ja, vielen Dank, Robert Hübner. Jetzt gleich das Wetter mit Wolfgang Rossi. Und nach der Tagesschau dreht sich im Marktmagazin Max alles ums Thema Bücher anlässlich der Buchmesse. Und um 22.15 Uhr gibt es auch noch mal die Hessenschau. Tschüss, morgen sehen wir uns wieder. Tschüss.